Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Ja, heute besuchen wir mal hier oben das Sägewerk, weil hier haben wir noch einen Schatz. Und mal gucken, was uns hier erwartet, bevor wir dann hoch zum Heisenberg gehen. Weil so wie es aussieht, geht es hier nicht weiter, außer man kann hier wieder mit dem Boot fahren, aber das sehen wir dann. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal das Sägewerk an. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut. Also viele Munition haben wir nicht. Rose is waiting for you. Oh. Moin. Noch einen gesehen. Hier, komm her. Au. Gut. Das war jetzt mal schnell wild. Willkommen. Ja, hallo, hallo. Ich will nur mal kurz was gucken, ob ich hier jetzt noch was holen kann. Wir haben fünfmal wild im Besitz. Hier haben wir schon geliefert. Ja, ist nur noch für hier. Ah, danke. Ja, gut, können wir uns noch nichts holen. Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, also ich weiß halt jetzt nicht, was uns da erwartet im Sägewerk, weil munitechnisch haben wir jetzt nicht mehr allzu viel. Ist fast nur noch Pistolenmuni. The show must go on. Ich glaube, wir müssen hier lange. Nein? Wir müssen hier lang. Hier noch irgendwie Muni. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen was. Neues Gebiet. Neue Monster. Viel Glück. So, genau. Erstmal hier lang. Da ist schon mal das Sägewerk. Rüste mal gerade das Scharfschützengewehr aus. Ja. Na, ich will gerade nur was testen hier. Warum zoomt der jetzt nicht? Nein! Oh, was machst du? Na egal, es gibt auf jeden Fall noch eine Trophäe, dass du hier fünf Vögel abschießen muss. Hätte ich nicht schießen sollen. Ja, auf jeden Fall gibt es hier irgendwie noch was. Weil hier sind Kanister, die du abschießen kannst. Was haben wir hier unten?
Oh. Eine Mäh. Eine Meckerziege. Das war's. Okay. Schade. Ich hätte mich gefreut auf Muni. Nee. Hier müssen wir lang. Kraut. Halt. Machen wir gleich. Kann man noch einmal Heilung herstellen? Jupp. Oh. Ah, komm her, Schwein. Sorry, aber wir müssen ein bisschen sparen. Hä? Was war das gerade? Doch. Da hat gerade irgendjemand geschrien. Kristallfragment. Okay. Ah, jetzt kriegen wir. Oh, oh. Okay. Sollten wir die etwa ausrüsten? Sollten wir die etwa ausrüsten, weil wir so viele Minen kriegen? Was war das? Okay. Oh nein. Oh, den habe ich ja vermisst. Ich glaube, der kann ein bisschen mehr ab. Oh, jetzt kommt die auch noch. Warte mal.
Jetzt wird spannend hier langsam. Oh, come on. Ich glaube, der wird langsam sauer. Oh, geht doch mal weg. Oh. Der lebt halt immer noch, ne? Wow. Hau ab. What? Ah, du Sau. Alter, wie viel kann der ab, bitte? Boah. Puh. Da haben wir jetzt einiges verbraten. Aber der konnte aber auch einiges ab, muss ich sagen. Da konnte er mehr ab wie der andere. Scharfschützen, ja, das hätten wir eigentlich auch benutzen können. Explosivgeschosse. Ich hoffe, wir kriegen jetzt auch ein bisschen Magnum Muni und Flinten Muni. Das wäre nice. Teilreste, Kraut. Teilreste, Chemikalien, Explosivgeschosse, Scharfschütze, aber davon ist keine Spur. Okay. Ich weiß halt jetzt nicht, was mich noch erwartet hier. Gucken wir uns hier nochmal kurz um. Nicht, dass wir hier noch irgendwie was vergessen haben. Da ist nix. Ist hier noch irgendwas? Da ist auch nix. Die Muni haben wir uns genommen. Und hier oben hatten wir auch alles, ne? Können ja gerade nochmal gucken. Ja. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Ja, die Flinte können wir jetzt erstmal wieder wegstecken. Na? Was tun wir denn da? Warte mal, können wir noch Muni machen? Nur Mine. Nein, das lassen wir jetzt erstmal. Wir haben halt keine Muni mehr für irgendwas, ne? Naja. Oh! Hier gibt's aber ordentlich Fleisch. Wild, Geflügel, Wild. Wild. Oh, sogar Fisch. Aber leider nur ein Fisch. Es
So, was haben wir denn hier? 8. Juli. Heute kommt der lustige Kaufmann wieder vorbei. Er gibt mir immer alte Zeitungen. Ich weiß, Miranda hat sie uns verboten, aber die Welt da draußen ist so faszinierend. Letztes Mal stand etwas Besonderes, Interessantes drin. Ein Artikel über eine Pharmafirma oder so. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber das Logo kam mir irgendwie vertraut vor. Umbrella vielleicht? Es war das gleiche Symbol wie das auf dem Kelch des Giganten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch auf dem Wandgemälde in der Höhle gesehen habe. Es ist ziemlich speziell. Es sieht aus wie ein Schirm von oben. Genau, Umbrella. Was macht also das Zeichen einer fremden Firma hier? Hat es vielleicht was mit dem Mann zu tun, der vor ein paar Jahren mal hier lebte? Ach was, ich denke mich da bloß in was rein. Okay, Umbrella. Schade, dass wir hier nur einmal Fisch haben. Und hier ist dann unser Schatz. Vater Nikolaus Engel. Also wieder was zum Verkaufen. Okay. Schießpulver. Pistolenmuni. Kohle. Gucken wir gerade. Okay, alles blau. Wir haben alles. So, aber ich vermute, dass da draußen jetzt nochmal spaßig wird. Guck mal, da ist ja schon mal einer. Alle. Oder kommt da noch was? Okay, ich glaube, es sind alle. Gut. Hätten wir das Sägewerk auch gemeistert. Wir werden jetzt noch mal kurz zurückgehen und das gute Zeug wieder verkaufen. Hier ist es ziemlich ruhig, ne? Guck jetzt nochmal gerade alles durch. Es ist ja alles blau, ne? Wir haben ja nichts verpasst hier jetzt. Da ist auch alles blau. Das haben wir auch in der letzten Folge gemacht. Gut. Okay, haben wir alles. Hallo. Willkommen. Ich hätte da wieder was für dich. So, jetzt gucken wir gerade mal. Wir brauchen hier 2 Fisch. Mist. Hier brauchen wir noch 1 Fisch. Das ist Blocken. Aber wo kriegen wir noch das ganze Fisch her? Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Das ist die maximale Gesundheit. Ich hoffe, wir kriegen auch ordentlich Fisch. Vor allen Dingen, warte mal, wir haben, das haben wir, das haben wir. Hier fehlt uns noch 2-mal Fisch, ja? Das haben wir. Hier fehlt uns 1-mal Fisch und hier fehlt uns 6-mal Fisch. Also insgesamt
5, 7 Fisch fehlt noch. Was soll man dann mit dem ganzen Wild noch? Und Geflügel? Also das verstehe ich jetzt nicht. Beachte mich gar nicht. Soll ich das einfach verkaufen? Oder kommt noch was dazu? Ich weiß es halt nicht. Davon willst du dich trennen? Ja. Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Und davon auch. Und davon auch. Ja, aber das Problem ist, das nimmt halt auch Platz weg, ne? Das muss ich schon sagen. Ja, okay, das, die zwei gehen ja, aber hier. Wild nimmt halt viel Platz weg. Aber wir haben jetzt wieder gut Platz, muss ich sagen. Gut. Ah, ja, ja. Haben wir wieder was hier zum Aufwerten? Nein. Das ist alles voll. Was haben wir hier jetzt noch? Wir haben 58.000 Leihe. Das heißt, wir können ja theoretisch sogar auch noch Munition holen oder Minen. Weil jetzt können wir die drei Sachen holen. Lemi, M1911 und W870. Die haben wir ja alle drei noch, ne? W870. Ne, halt mal. Die Lemi haben wir nicht mehr. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Die Lemi haben wir nicht mehr, ne? Das ist die Lemi, oder? Ja. Also, das brauchen wir nicht mehr kaufen. Die zwei können wir uns noch holen. So, das ist alles an Zubehör. Und jetzt haben wir noch 24.000 Leih. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sparen soll oder ausgeben soll. Naja, egal. Gut, ich würde sagen, auf Wiedersehen und nächste Folge geht's zum Heisenberg. Bis dahin, ciao, ciao.